Wir haben hier einen Kontrast von 60, das muss mehr ballern. Fast schon so, dass es vielleicht ein bisschen wehtut im Auge. Und jetzt sehen wir schon, jetzt wird es richtig heftig. Ich würde mal sagen, nicht unbedingt ein angenehmes Bild gerade. Damit ich wirklich die Serviceleistungen und die Service-Hotline richtig testen kann und auf die Probe stellen kann, brauche ich natürlich kein Problemchen. Wir brauchen ein Problem. So, dann gucken wir doch mal hier rein bei den Experteneinstellungen, denn ich bin Experte. Was wir hier umstellen können, was vielleicht Probleme verursachen könnte in der, ich sag mal, Optik. Also erstmal sehe ich hier, die Schärfe ist auf 45 eingestellt, völliger Quatsch, den machen wir natürlich auf 0. Wir haben hier einen Kontrast von 60, das muss mehr ballern, fast schon so, dass es vielleicht ein bisschen wehtut im Auge. Und jetzt sehen wir schon, jetzt wird es richtig heftig. Das ist jetzt eine rote Banane. Ich würde mal sagen, nicht unbedingt ein angenehmes Bild gerade. Ich denke, ich habe jetzt genug Sachen umgestellt und in die Regler in die Richtung gedreht, in die man sie eigentlich nicht drehen sollte. Ja, hallo, mein Name ist O'Sullivan und mein Fernseher ist irgendwie, also er hat ein ganz komisches Bild, das ist so, alles so ganz grün. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Haben Sie die Modellnummer vom Fernseher da? Nicht gerade parat, ehrlich gesagt. Haben Sie die Fernbedienung da? Ich würde jetzt mal sagen, ich habe eine Fernbedienung mit wenigen Tasten. Alles klar. Dann bitte ich Sie, auf Ihrer Fernbedienung die Home-Taste 5 Sekunden lang zu drücken. Okay, also das mit dem Haus. Okay, 1, 2, 3. Sie kriegen jetzt die Fernverwaltungsnummer angesagt. Also die PIN-Nummer, die benötige ich, damit ich auf Ihrem Fernseher zugreifen kann und mir die Bildeinstellungen vornehme. 3999. Alles klar, vielen Dank. So, die Einstellungen könnten jetzt etwas länger dauern. Sie können gerne sich zurücklehnen. Ich lege es jetzt weg. Also verstehe ich das richtig, dass Sie jetzt meinen Fernseher, werden Sie jetzt von irgendwo da, wo Sie sind, im Weltall bedienen? Genau. Sie werden auch direkt mitverfolgen, wie sich denn das Menü bewegt. Guck mal, die macht das jetzt gerade hier, die macht das, das mache nicht ich. Ich drücke gar nichts und das bewegt sich. Das ist ja toll. So, oh, die Werte sind ja total durcheinander, die Werte da, die Sie jetzt gerade da haben. Das ist ja, wer hat das denn gemacht? Da ist dann oben rechts auch so ein Contact Center Logo ist da oben rechts jetzt. Sehe ich immer, wenn Sie was machen. Sie haben bei den RGB-Einstellungen grün ausgewählt und da empfehle ich Ihnen wirklich, diese Einstellung auszuschalten. Oh, das sieht ja schon wieder, das sieht ja schon mehr oder weniger fast schon wieder normal aus. Mensch. Wie empfinden Sie die Bildqualität jetzt? Ja, das ist doch schön. Sieht ja auch wieder gut aus. Ich habe mal eine Frage. Was sind so die typischen Dinge? Wann kommt der Remote Service üblicherweise so zum Einsatz? Zum Beispiel Sendersortierungen oder behilflich sein bei SAT-Anlagen, dass wir die Installation im Menü vornehmen können und die Kunden ihre Sender dann finden. Es kann natürlich vorkommen, dass dann die Kinder mal die Fernbedienung haben und dann die Bildeinstellungen aus Versehen umstellen. Okay, Sie können jetzt wirklich nicht mehr auf meinen Fernseher zugreifen, ist das richtig? Nein. Ich kann den Kunden beruhigen und sagen, dass dann die Fernverwaltung sofort beendet wird, sobald dann der Kunde den Fernseher ausmacht oder diese Remote-PIN-Nummer dann nicht mehr ausgegeben wird. Was würden Sie eigentlich sagen, wo liegt eigentlich der Vorteil bei dem Remote-Service? Dass wir auch Kunden haben, die sich mit der Technik nicht so gut auskennen. Da können wir über die Fernverwaltung selbstverständlich auch die Einstellungen selber vornehmen, ohne dass der Kunde was mit der Fernbedienung machen muss. Sie haben quasi meinen Test bestanden, Sie haben einen guten Job gemacht und vielen Dank. Ich verteile an dieser Stelle 4,5 Fleißbienchen an den Remote Service, denn am Ende des Tages bleibt eins zu sagen, meine Banane hat wieder die Farbe, die sie haben sollte, und zwar Gelb.